Son Goku, einer der wahrscheinlich naivsten Main-Character aus allen Animes. Und dieser Titel steht ihm ganz gut, denn immer mal wieder erleben wir aufs neue Momente, wo er entweder zu naiv oder zu gut zu seinen Rivalen ist. Hey Cell, eine magische Bohne für dich! Deswegen zeige ich euch heute Momente, wo Goku zu gutherzig zu seinen Gegnern war und was das für Auswirkungen auf den weiteren Storyverlauf hatte. Angefangen hat alles bei Raditz in den ersten Folgen von Dragon Ball Z. Ein Außerirdischer der Saiyajin-Rasse kommt auf die Erde und gibt preis, dass er Son Gokus Bruder ist, entführt seinen Sohn, bedroht ihn und fordert ihn auf, mehrere Bewohner der Erde auszulöschen. Als Raditz dann aber im Kampf gegen Son Goku und Piccolo in Schwierigkeiten steckt und es dann hart auf hart kommt, ändert er plötzlich seine Meinung und sucht bei Goku nach Verzeihung, natürlich nur um sich befreien zu können. Ich war grausam, ich weiß. Aber ich will mich bessern, ich werde diesen Planeten verlassen, wenn du es willst. Und Son Goku glaubt ihm auch noch, lässt ihn und seinen Schwanz los und erkennt, dass er verarscht wurde. Wäre an dieser Stelle Son Goku nicht so naiv gewesen und weiter seinen Schwanz festgehalten, hätte Piccolo problemlos seine Höllenspirale auf Raditz abfeuern können, ohne Goku mit in den Tod reißen zu müssen. Aber als Son Goku sich verarschen lassen hat und beim zweiten Anlauf ihn mit vollem Körpereinsatz aufhalten musste, wurde er leider mit in den Tod gerissen. Was wäre aber, wenn Son Goku an der einen Stelle nicht so naiv gehandelt hätte? Er hätte den Kampf gegen Raditz zwar überlebt, aber hätte somit auch nie die Möglichkeit gehabt, beim Meister Kaio zu trainieren, was extrem wichtig für den Kampf gegen Nappa und Vegeta gewesen wäre. Er würde die Kaioken und die Genki-Dama nicht beherrschen und wäre um einiges schwächer. Das heißt, wäre Son Goku hier nicht gestorben, hätte er wahrscheinlich beim Kampf gegen die Saiyajins verloren. Also können wir sehen, dass seine Leichtgläubigkeit einen durchaus positiven Effekt hatte. Bleiben wir weiter bei den Saiyajins, denn auch bei Vegeta war Son Goku ziemlich gutherzig. Er selbst konnte zwar Vegeta nicht besiegen, jedoch wurde durch das zusätzliche Tag-Team von Krillin, Gohan und Yajirobe Vegeta ordentlich stark gedamaged, sodass er kurz vorm Sterben war. Krillin hat sich das Schwert von Yajirobe getaggt und stand kurz davor, Vegeta abzustechen. Doch Son Goku hat ihn in letzter Zeit aufgehalten und gesagt, dass Krillin ihn fliehen lassen soll. Was ich dir jetzt sagen werde, Krillin, wird dich sehr überraschen, aber ich möchte dich bitten, ihn zu verschonen, hörst du? Ja, sag mal, hackt's jetzt? Ich soll den Trottel am Leben lassen? Und das alles, obwohl Vegeta mitverantwortlich für die Tode vier seiner Freunde war und die Absicht hatte, die Erde zu vernichten. Und dass Vegeta an dieser Stelle dank Goku nicht gekillt wurde, hatte so einige positive Effekte für den weiteren Storyverlauf. Ich meine, es ist Vegeta, der absolut krasseste Charakter aus ganz Dragon Ball. Stellt euch mal Dragon Ball ohne Vegeta vor, das wäre einfach absolut langweilig. Bin wirklich so froh, dass sie mehr aus ihm gemacht haben. Die Freezer-Saga würde ganz anders aussehen und ganz wichtig, Trunks würde nie existieren. Das heißt, Future Trunks würde nie in die Vergangenheit reisen können, um vor den Cyborgs zu warnen und Son Goku das Medikament für den Herzvirus zu geben. Das heißt, in dieser Version würden alle verrecken und die Geschichte wäre zu Ende. Das zeigt, wie wichtig Vegeta eigentlich ist, denn ohne Vegeta kein Trunks und ohne Trunks keine bessere Zukunft. Okay, kommen wir zum letzten Moment auf dieser Liste, Freezer gegen Son Goku. Ein wirklich sehr epischer Kampf, den Son Goku mit einem Kill an Freezer finishen könnte, aber stattdessen zeigt er Mitleid und gibt ihm ein bisschen seiner Lebensenergie, damit er überlebt. Der undankbare Bree greift ihn dann aber hinterrücks an und versagt. Danach sieht es aus, als würde Son Goku ihn endgültig vernichten, aber auch bei der Finisher-Attacke hat er nicht mit 100%iger Energie angegriffen, damit Freezer nicht daran stirbt. Und ja, er ist tatsächlich nicht gestorben. Und was war diesmal die Folge seiner Entscheidung? Freezer wurde von seinen Leuten zu Meta-Freezer umgebaut, wieder auf die Beine gebracht und ist mit seinem Vater King Cold auf die Erde gekommen, um sich zu rächen. Wurde aber auf der übelsten Art und Weise von Trunks vernichtet, das heißt, es gab keinen wirklich negativen Effekt durch die Entscheidung von Son Goku, Freezer am Leben zu lassen. Eigentlich sogar wieder ein positiver Effekt. Hätte nämlich Son Goku Freezer nicht verschont, würde er niemals mit King Cold auf die Erde gekommen sein, was auch heißen würde, dass Trunks nie King Cold vernichtet haben würde, was wiederum heißen würde, dass in dieser Version King Cold eine Gefahr hätte werden können, weil wir wissen, was für ein starkes Potenzial die Freezer-Rasse hat und dass sie innerhalb kürzester Zeit sehr stark werden können. Heißt, dass King Cold offscreen eventuell so stark werden könnte, um den Z-Fightern eine Gefahr werden zu können. Aber keine Ahnung, irgendwie ist King Cold auch voll der Versager, kann mir gar nicht vorstellen, dass er überhaupt stark werden kann. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass er immer noch zur Freezer-Rasse gehört und somit ein starkes Potenzial hat, aber er ist trotzdem fast so irrelevant wie Yamcha. Anhand dieser drei erstmal eigenartig wirkenden Entscheidungen von Son Goku, denkt man vielleicht, dass er wirklich ziemlich naiv oder leichtsinnig ist, was ja eigentlich auch richtig ist, aber wie man sehen kann, hatten diese Entscheidungen alle einen positiven Effekt auf den weiteren Storyverlauf von Dragon Ball, was ich ziemlich heftig finde, weil ich mir vor diesem Video nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe. Fallen euch sonst noch ähnliche Momente ein? Wenn ja, schreibt's gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video.